In welchem Zimmer bist du? 101. Ich bin auch in 101. Wir wohnen zusammen. Oh, herzlich willkommen. In unserer unbeschwerten Kindheit wurden wir von Fernsehshows begleitet, die auch heute noch einen besonderen Platz in unseren Herzen haben. Wir waren alle so jung, dass unser Hauptfokus nur auf die Unterhaltung lag, die wir durch diese ikonischen Serien genießen konnten. Keinem, wirklich keinem von uns war auch nur ansatzweise bewusst, wer oder was eigentlich so alles hinter diesen Serien steckt. Beziehungsweise was überhaupt hinter den Kulissen passiert. Und Beispiele dazu habe ich euch, denke ich, mehr als genug gezeigt. iCarly, Victorious, Drake und Josh, Hotel Zack und Cody. Es gibt wirklich keine einzige Kindheitsserie von uns, die später nicht im Zusammenhang mit irgendeinem Skandal assoziiert wurde. Sei es ein Schauspieler oder auch einer der Produzenten. Und wie ihr schon am Titel sehen konntet, hören wir nicht auf. Ja? Heute geht's weiter mit einer richtig coolen Serie, die wir alle geliebt haben. Erstmal vorweg wollte ich sagen, diese Videos schauen hier einfach 50% Leute, die mich gar nicht kennen oder noch nie gesehen haben. Passt auf, ich mache eigentlich Comedy-Videos. Also checkt unbedingt meinen Kanal ab, wenn ihr lachen wollt oder weiter eure Kindheit zerstören wollt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, Arvin, was sollte denn bitte Schlimmes bei Zoe 101 passiert sein? Ist das, was da alles passiert ist, wirklich so schlimm? Und wenn ja, warum weiß man das Ganze erst jetzt? Ich meine, die Serie ist doch über 15 Jahre alt. Zoe 101 wurde kreiert vom größten Nickelodeon-Produzenten Dan Schneider und die Serie lief von 2005 bis 2008. Die Hauptrolle wurde gespielt von Jamie Lynn Spears, der Schwester von Britney Spears, was viele tatsächlich gar nicht wussten. Zoe 101 ist eine Show über eine Teenagerin, die ein neues Schulleben in Los Angeles beginnt. Die Schule war ursprünglich eine Jungsschule, aber als neue Mädchen dazugekommen sind, ging es richtig ab in den Romanzen, die in der Serie liefen. Innerhalb der Serie bauten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler gute Freundschaften auf, welche auch über die Show hinausgingen. Beispielsweise zwischen Logan und Quinn, ja, beide haben sich in der Serie kennengelernt, also am Set, und über die Zeit dann eine Beziehung im echten Leben geführt. Zoe 101 war an sich eine sehr erfolgreiche Show, aber dort sind einige Sachen passiert, wobei sich die Leute nach vielen Jahren gefragt haben, was ist eigentlich alles hinter den Kulissen passiert? Um besser zu verstehen, was sich alles hinter den Kulissen abgespielt hat, müssen wir uns das Leben von Alexa Nicholas, aka Nicole, in der Serie angucken. Alexa wurde am 4. April 1992 in Chicago geboren. Während ihrer Kindheit wurde sie gehomeschooled, also hatte sie nicht wirklich viele Freunde, als sie aufgewachsen ist. Sie fing ihre Schauspielkarriere bereits im Alter von 7 Jahren an. Sie hat kleinere Rollen in Filmen und ebenfalls in Serien bekommen. Sie hatte auch schon die ein oder andere Hauptrolle, aber ihren richtigen Durchbruch bekam sie durch Zoe 101. Die Rolle bei Zoe 101 war ein Traum für sie, der in Erfüllung ging. Sie wurde nämlich bekannt und verdiente ihr eigenes Geld. Das Beste für sie an ihrer Rolle war aber, dass sie endlich Leute in ihrem Alter kennenlernte und Freundschaften schließen konnte. Wow, du schreist echt auf. Ich bin auch in 101, wir wohnen zusammen. Oh, herzlich willkommen. Sie wollte unbedingt Freundinnen kennenlernen, Übernachtungspartys machen, über Jungs reden, so ihr wisst, das alles, was man so in dem Alter da gemacht hat. Und das alles hat sie sich durch Zoe 101 erhofft, doch leider hat die Show es nicht geschafft, ihre Wünsche zu erfüllen. Im Gegenteil, das Ganze wurde sogar zu einer der schlimmsten Erfahrungen ihres Lebens. Als die Show angefangen hat, versuchte Alexa sich direkt mit den anderen Schauspielern am Set anzufreunden. Aber so einfach wurde es dann doch nicht. Jamie, also Zoe und Christine Herrera, die die Rolle von Dana spielte, fingen an, sich sehr eng anzufreunden. Sie zeigten absolut kein Interesse daran, mit Alexa abzuhängen. Like Jamie and Kristen started acting kind of as a unit and I was kind of looked up. Beide schlossen Alexa von allem aus, was sie taten, und Alexa wollte um ihr Leben gerne einfach Freunde haben. And they would have sleepovers and all these different things and then I was never invited to any of them. Das Traurige ist sowieso, dass die meisten Schauspieler ihr Bestes gaben, nur um sich mit Zoe anzufreunden. Sie waren also alle richtig in ihrem Film, sich mit Zoe anzufreunden, und sie zeigten keinerlei Interesse daran, mit Alexa befreundet zu sein. Langsam eskalierten die Dinge und Zoe und andere am Set machten sich darüber lustig, dass Alexa beispielsweise zu oft gelächelt hat. Alexa erinnert sich an eine schlimme Erfahrung, die sie gemacht hatte, als sie eine Szene von der ersten Staffel drehten. Sie wurde mit Christine zusammengebracht für eine Szene und bevor sie anfing zu filmen, drückt Christine sie richtig auf den Boden und fing an, ihr unschön Dinge zu sagen. Dann sagten die Leute am Set Action und Alexa musste Schauspielern und so tun, als wäre nichts, was sie wirklich komplett zerstört hat. Sie erzählte das ihrer Mama, die das direkt den Produzenten am Set erzählte, also wie ihre Tochter am Set behandelt wurde. Die Produzenten jedoch unternahmen nichts dagegen. Alexa wusste, dass Christine in der zweiten Staffel nicht mehr da sein wird und deswegen dachte sie sich, dass alles sich bessern wird. Und das passierte auch, ja, für eine Weile. Victoria Justice kam für die zweite Staffel und die beiden wurden wirklich gute Freunde. Was ein Plot-Twist, Digga. Daran erinnere ich mich gar nicht. Es hat aber nicht lange gebraucht, bis Victoria herausfand, wieso die Dinge am Set liefen. Und nein, ich meine das nicht positiv. Sie fing dann auch an, mit den anderen Leuten zu sein und nicht mehr mit Alexa zu chillen. Alexas Zeit in der Show widmete sich also dem Ende zu, aber vorher machte sie noch eine wirklich schreckliche Erfahrung. Eines Tages, als sie eine Szene für die zweite Staffel drehte, wurde Alexa in Zoes Filmwohnwagen-Ding da gerufen. Ihr wisst schon, was es ist. Sie hat sich gefreut, weil sie dachte, dass sie endlich eine richtige Konversation mit Zoe, also mit Jamie, haben konnte. In diesem Filmwagen jedoch war Jamies Schwester, also Britney Spears. Und sie hat Alexa auseinandergenommen. Sie hat ihr die schlimmsten Sachen gesagt
Unter anderem Sachen wie, dass sie dafür sorgt, dass nichts aus ihrer Karriere wird und so. Okay, warte mal, was ist da bitte alles passiert? Stellt euch mal kurz vor, ihr seid 12 Jahre alt. Ihr wollt nur ein bisschen Schauspielern, euren Spaß haben, neue Freunde kennenlernen. Und jeder am Set mobbt euch einfach komplett. Sogar Britney Spears. Das Ganze hat Alexa so kaputt gemacht, dass sie wirklich mental krank wurde. Als ihre Mutter sie so sah, wurde sie natürlich sehr sauer. Sie organisierte ein Treffen mit den Produzenten, darunter auch dem Hauptproduzenten Dan Schneider. Leider machte das Treffen aber alles nur noch schlimmer. Alexa wurde gesagt, dass sie in den Meetingraum kommen soll, aber ohne ihre Mutter. Sie saß also vor all diesen erwachsenen Menschen, die anfingen auf sie einzureden, dass sie nur ein Nebencharakter sei. Die Show heißt Zoe 101 und nicht Nicole 101. Dan Schneider sagte sogar, dass Britney recht hatte und Alexa in der Filmindustrie einfach nicht klarkommt. Sie wurde also nicht nur von den Schauspielern, sondern wirklich von jeder einzelnen Person, die mit involviert war in Zoe 101, gemobbt. Nach dieser ganzen Sache verließ sie die Show und ihr Charakter wurde endgültig aus der Serie rausgeschrieben. Alexa versuchte nun ihre Karriere nach vorne zu bringen und es lief sogar eine Weile lang wirklich nicht schlecht. Leute kannten ihr Gesicht, sie war noch sehr jung und sie hatte so gesehen noch ihr ganzes Leben vor sich. Im Laufe der nächsten Jahre war Alexa in vielen Filmen und TV-Shows zu sehen und bekam viele verschiedene Rollen. Sie war sogar in The Walking Dead. In Zoe 101 gibt es aber auch andere Charaktere, die wirklich sehr komische Hintergrundgeschichten haben. Beispielsweise Quinn, gespielt von Aaron Sanders. Es gibt Bilder von ihr, wo sie dem Produzenten Dan Schneider wirklich sehr, sehr nah ist. Was es mit Dan Schneider auf sich hat, das sage ich euch in jedem einzelnen Video. Müsst ihr mein Video von damals abchecken. Kurz gesagt, Fußfetisch und, naja, viele andere verstörende Dinge. Ursprünglich war zum Beispiel gar nicht geplant, dass Aaron Sanders bei Zoe 101 mitspielt. Dan hat sie irgendwann getroffen und mochte sie so sehr, dass er sie einfach spontan mit reingebracht hat. Und einige von diesen Bildern online zu sehen, ist wirklich sehr, sehr unangenehm, wenn man bedenkt, dass sie dort 16 Jahre alt war. Mit ihr wurden außerdem sehr verstörende Szenen in die Serie eingebaut. Wieso ziehst du mir denn die Schuhe aus? Das gibt's nicht! Alexa Nicholas hat jedenfalls heute einige Podcasts online, wo sie über ihre ganze negative Erfahrung in der Zoe 101-Zeit spricht. So, I walk into the trailer and they're whispering to each other. And they turn around to me and laugh. Mittlerweile lebt sie zwar ein normales Leben, kommt einigermaßen klar und es ist ja auch schon sehr viel Zeit vergangen. Doch wie bei all unseren anderen Kandidaten stellt sich auch hier wieder die Frage, hat sie sich jemals von ihrem Kindheitstrauma erholt? Ich hab's immer und immer wieder gesagt, unseren Stars von früher konnte es einfach nicht gut gehen. Stellt euch vor, ihr seid in so einer kranken Branche drin, wo euer junges Talent so krass gemolken wird und man natürlich absolut nur den Profit aus euch rausziehen will, ne? Ich meine, das mentale Wohlbefinden der Stars ist den Produzenten doch so scheißegal. Ich glaube, das ist schon eins der krassesten Dinge, die wir bis jetzt hatten. Naja, ich bin wie immer dafür da, um euch diese ganzen Geschichten hier zu erzählen. Und ihr sollt eine Sache wissen, ich mache für euch nicht nur diesen Content, sondern vor allem bei diesen Videos lese ich wirklich jeden einzelnen Kommentar dazu. Schreibt unbedingt unten rein, was ihr von dem ganzen Ding hier hält, vielleicht wisst ihr auch mehr als ich. Ansonsten, und wenn ihr mir zeigen wollt, dass ihr mehr von diesem Format wollt, dann lasst unbedingt ein Like auf dieses Video da. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Checkt die Playlist mit den anderen Videos ab. Bleibt aktiv, passt auf euch auf und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.